Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Lil von Warum und Kritisch. Ja, die Grünen wüten gegen Robert Habeck. Wer hätte das gedacht? Es ist nicht die Opposition, die Robert Habeck zu Fall bringen wird. Scheinbar nicht. Fokus und Bild liegen einige Informationen bzw. Meinungen von Parteifreunden von Robert Habeck vor. Diese Jungs oder Mädels aus der Partei wollen allerdings anonym bleiben, finde ich persönlich sehr verwunderlich und auch ein bisschen feige. Sie sagen, Robert ist nicht mehr von dieser Welt. Warum? Ja, er wurde von seinem eigenen Bruder geehrt. Oh Schreck, lass nach. Nein, sie kritisieren ihn nicht wegen der Wärmepumpengeschichte. Sie kritisieren ihn auch nicht aufgrund seiner Inkompetenz in Sachen betriebswirtschaftliches Basiswissen. Und sie kritisieren ihn auch nicht dafür, dass die Zahlen, die er raushaut, bezüglich der Förderprogramme für Wärmepumpen und sonstige Sanierung, dass diese Zahlen überhaupt viel zu niedrig berechnet worden sind von seinem Ministerium. Nein, sie kritisieren ihn aufgrund der ganzen Vetternwirtschaft, die es da in diesem Ministerium gibt. Man muss allerdings eins sagen, Patrick Greichen ist die eigentliche Spinne im Netz, denn der hat seinen Schwager, wie ihr wisst, seine Schwester und seinen weiteren Bruder ebenfalls in entsprechende Positionen gehievt. Also der Schwager ist Staatssekretär, offizieller Beauftragter für den Mittelstand und Ansprechpartner für Kultur- und Kreativwirtschaft. Der war im Übrigen zuvor 9 Jahre Bundesgeschäftsführer der Grünen. Das ist der Matthias Kellner. Der ist verheiratet mit Verena Greichen, die ist Wissenschaftlerin beim Öko-Institut, ein sehr wichtiges Institut. Das ist im Übrigen damals aus der Anti-Atomkraft-Bewegung hervorgegangen und dieses Öko-Institut berät tatsächlich in Sachen Energie und Klima die Regierung. Und dann gibt es noch diesen Jakob Greichen, der ist ebenfalls beim Öko-Institut, oh Wunder, und er ist Co-Autor einer Studie, die heißt Energie- und Klimaschutzprojektion 2035-2050. Und genau diese Studie muss sehr häufig als Begründung für politische Entscheidungen herhalten. Also die eigentliche Spinne ist tatsächlich Patrick Greichen, der aktuell auch noch versucht hat, seinen Trauzeugen Michael Schäfer als Geschäftsführer für die DENA zu protegieren. Klar, alles dreht sich um die Person Patrick Greichen, der ist aber Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, wissen wir alle. Und natürlich muss Robert Habeck die politische Verantwortung dafür tragen und auch die politische Konsequenz. Und es ist wohl so, dass tatsächlich die Grünen Robert Habeck auch wahrscheinlich dafür verantwortlich machen, dass die Grünen im Sturzflug sind. Denn es ist auch für die Grünen nicht mehr zu verheimlichen, dass Robert Habeck negativ in allen Medien erwähnt wird. Und sie wissen natürlich auch, dass sehr viele Bundesbürger gar keinen Bock mehr auf die Grünen haben, eben gerade wegen dieser Wärmepumpe-Geschichte, eben gerade auch wegen diesem ganzen geforderten Sanierungsprogramm von der EU. Die habe ich natürlich auch noch unterstützt und dafür plädiert, dass das so sein sollte. Und die Grünen wissen, wir brauchen ein Opfer. Wir brauchen einen schwarzen Peter, der dafür verantwortlich ist, dass die Grünen mittlerweile hinter der AfD liegt. Und warum das gerade jetzt passiert, dass die Grünen so an dem Stuhl von Habeck sägen. Dafür muss man vielleicht Folgendes wissen. Es gibt ja 2 Lager innerhalb der Partei Bündnis Die Grünen. Das wisst ihr bestimmt. Das eine Lager ist pro Annalena Baerbock. Das andere Lager ist für Robert Habeck. So, und das Lager von Annalena Baerbock, die sind sehr aktiv. Die haben es echt geschafft, dass in allen Medien positiv von Annalena Baerbock berichtet wird. Die haben es geschafft, dass Journalisten die Außenpolitik von Annalena Baerbock einfach hervorragend finden. Naja, die sprachlichen Schnitzer auf Deutsch oder Englisch. Peanuts, sei es drum, nicht so wichtig. Annalena Baerbock steht einfach super da. Man ist der Meinung, dass sie die erste Politikerin, die erste Außenministerin ist, die wirklich mal sagt, knallhart, was Sache ist, egal ob damit Deutschland wirtschaftlich noch stärker isoliert werden sollte. Es muss einfach mal endlich alles klar auf den Tisch. Und das tut Annalena Baerbock. Und dieses Lager rund um Annalena Baerbock, die finden das ganz toll, dass Robert Habeck gerade nicht so gute Kritiken bekommt. Denn das erhöht natürlich die Chance für Annalena Baerbock, als nächste Kanzlerkandidatin nominiert zu werden auf dem nächsten Grünen Parteitag. Das ist doch wirklich klasse.
Aber Habeck ist auch wirklich selber schuld, oder wie seht ihr das? Er ist doch wirklich der Heuchler vor dem Herrn, mal abgesehen von der ganzen Personalie. Jetzt stellt er sich echt hin und will den Deal zwischen Wissmann und Carrier Group tatsächlich prüfen lassen. Ja, geht's noch? Die Regierung wird überhaupt keine Handhabe rechtlicher Art haben, irgendetwas gegen diesen beabsichtigten Vertragsabschluss einwerfen zu können. Es geht hier nicht um den Hamburger Hafen. Es geht in keinster Weise um infrastrukturelle wichtige Bereiche. Es ist ein völlig normaler Deal zwischen zwei Wirtschaftsakteuren. Ihr werdet es sehen. Die Regierung wird diesen Vertrag zwischen Wissmann und Carrier Group absegnen und sagen, das Ding ist sauber. Und es ist sauber, ganz bestimmt. Weiß Habeck denn wirklich nicht, dass er die Grundlage dafür geschaffen hat, dass Carrier Group und wahrscheinlich noch mehrere andere sich auf den deutschen Markt stürzen? Wusste er das nicht? Dass er lauthals mit Fördergeldern geprahlt hat, dass er gesagt hat, alle, die jetzt in Wärmepumpen investieren, alle Firmen, die jetzt die Wärmepumpe nach vorne bringen, hier in Deutschland, die werden von uns, von der deutschen Regierung gefördert. Hey, das kriegen doch nicht nur deutsche Firmen mit. Das wird auf der ganzen Welt kommuniziert worden sein. Das ist doch wohl logisch. Und außerdem ist es schon seit mehreren Jahren auch außerhalb von Deutschland bekannt, dass das Thema Wärmepumpen das Ziel ist, worauf Deutschland sich fokussiert hat. Die Agora, damals Geschäftsführer übrigens Patrick Greichen, hatte das schon lange auf der Agenda. Gas- und Ölheizung weg, Wärmepumpen ab nach vorne. Und dieses neue Gesetz war das i-Tüpfelchen, was Carrier Group nur noch gefehlt hat, um den Deal mit Wissmann perfekt zu machen. Und nun stellt Robert Habeck sich hin, dass er auch noch dafür Sorge tragen will, dass die Gewinne in Deutschland bleiben, die Carrier Group dann demnächst machen wird. Entschuldigung, das ist ja wirklich Kindergartenkram. Wir wissen alle, dass internationale Firmen dank einiger Schlupflöcher es immer wieder schaffen, dass sie hier in Deutschland keine Steuern zahlen und dass deswegen Gewinne in ihrem Heimatland versteuert werden. Und so wird es auch mit Carrier Group passieren. Die Gewinne, die zu erwarten sind, die werden abfließen aus Deutschland weg. Und Robert Habeck ist auch ganz wichtig, dass der Standort Deutschland erhalten bleiben wird. Okay, jetzt müssen wir uns mal kurz die Gesetze in Deutschland anschauen. Willst du zum Beispiel eine Firma kaufen oder Teile einer Firma kaufen? Ja, dann gibt es den sogenannten Bestandsschutz. Dieser Bestandsschutz gilt für Mitarbeiter 12 Monate und dieser Bestandsschutz gilt auch für die Betriebsstätte. Und Carrier Group hat vorgegeben, ja, wir halten den Standort Deutschland auf 5 Jahre gesichert. Auf 5 Jahre gesichert. Das heißt, was wird langfristig passieren? Um wettbewerbsfähig zu sein, national wie international, wird Carrier Group auf jeden Fall die Produktion ins Ausland verlagern, weil man dort günstigere Preise in Sachen Personal, in Sachen Energie bekommen kann. Und günstige Preise, also kostengünstig zu produzieren, ist für jedes Unternehmen von enormer Bedeutung. Das sollte auch ein Kinderbuchautor wie Robert Habeck wissen. Aber scheinbar träumt er so ein bisschen. Er träumt von einer edlen Märchenwelt, wo Carrier Group natürlich alles im Sinne von Deutschland tun wird. Na, der wird sich umgucken. Allerdings muss man eins sagen, ein Vorteil hat der ganze Deal. Aufgrund der Tatsache, dass Carrier Group eine sehr, sehr große Firma ist und die über sehr viele Investitionsgelder verfügt, wird Carrier Group in der Lage sein, Wärmepumpen in Massen zu produzieren. Das heißt, für uns Verbraucher werden Wärmepumpen sicherlich mittel- bzw. langfristig kostengünstiger werden. Das ist der einzige Vorteil für uns. Und wenn es dazu kommt, dann wird wahrscheinlich kein Mensch mehr sich darüber beschweren, dass nun Wissmann einen Teil seines Geschäfts verkauft hat. Uns ist doch auch das Portemonnaie näher als irgendwelche Anteilseigner ausländischer Art. Wen interessiert denn das? Ist uns ja bei Rheinmetall auch egal, dass es eigentlich gar kein deutsches Unternehmen ist. Ach, wisst ihr nicht? Müssen wir nochmal drüber sprechen. Also, was haltet ihr von der Tatsache, dass Robert Habeck höchstwahrscheinlich
dafür verantwortlich gemacht wird, dass die Grünen an Stimmen verlieren? Was haltet ihr von seiner heuchlerischen Art oder seht ihr das gar nicht so, dass er sich jetzt darum bemüht, nochmal diesen Deal zwischen Fiesmann und Carrier Group zu prüfen? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sag mal Tschüss, bis auf ganz recht bald. Eure Lil.